Ich bin aufgewachsen mit meinen zwei Brüdern, mit meiner Mama und meinem Papi. Und wir sind zuerst ganz einfach in einer kleinen Wohnung gewohnt und meine Eltern konnten den Traum verwirklichen von einem eigenen Haus. Da sind wir dann umgezogen und ich bin extremer Familienmensch und ich habe sehr ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, zu meinen Brüdern und ich freue mich so extrem, im Sommer zurückzukommen in die Schweiz, dass ich eigentlich auch wieder näher bin, sei es bei Geburtstagen, sei es einfach mal gemütlichen Brunch oder etwas essen zusammen, dass wir wieder näher beieinander sind und dass wir die Zeit zusammen geniessen können. Und eben eigentlich auch, wenn man Lust hat, kann man sich sehen und muss nicht immer vorausplanen, weil mir bedeutet die Familie wirklich extrem viel. Ja, die Zeit im Ausland war wirklich eine super Zeit. Ich meine, ich bin dann das erste Mal von daheim weg, als ich in Wolfsburg bin, als ich in Freiburg gespielt habe. Da bin ich noch daheim gewohnt und bin pendelt, habe dann noch beim Fußballverband gearbeitet. Und dann bin ich in Wolfsburg und bin das erste Mal wirklich weit weg von daheim. Und ich glaube, wenn mich in den ersten zwei Wochen dort jemand gefragt hat, Martina, willst du bleiben oder willst du lieber heim? Ich wäre direkt heimgegangen. Also ich habe meine Koffer gepackt und gesagt, ich muss heim, weil ich vermisse alle so. Und auch immer, wenn jemand von daheim sich eigentlich gemeldet hat, ja, habe ich lauter Wasser gerannt. Und auch, wo meine Mutter, also sie hat mich aufgebracht dann auf Wolfsburg mit meinem Gepäck und allem. Und ist, glaube ich, drei Tage geblieben. Und wo sie gesagt hat, so quasi morgen gehe ich ja dann. Ich konnte nicht mal die Pizza essen, die wir dann in der Pizzeria waren. Also, das hat mir wirklich schon richtig im Haus ist mir bleiben stecken, weil ich schon gewusst habe, wie Heimweh ich eigentlich habe. Und dann habe ich dann auch wieder das lauter Wasser gerannt, wo sie gegangen ist. Und das war für mich am Anfang eine sehr schwierige Zeit gewesen. Und ich würde jetzt mal sagen, so nach einem, zwei Monaten wäre ich auch definitiv nicht mehr zurück. Weil auch, wenn man die neuen Teamkolleginnen kennengelernt hat und eben das Drumherum alles am Laufen ist und dann eben der Fußball läuft, denkt man sicher auch weniger dran. Aber die ersten Tage waren wirklich schlimm gewesen. Ja, meine Rolle im Team ist, ich bin wirklich sehr lange dabei. Und ich würde jetzt mal sagen, ich gehöre zur Kategorie Mami. Wir haben viele Kinder, wir haben ein paar Grossmütter, aber grundsätzlich bin ich wirklich relativ von den Ältesten und müssen sicher ein bisschen die Führung übernehmen in dieser Hinsicht und die Jungen ein bisschen fördern, fordern, alles was dazugehört. Also müssen wir ihnen auch helfen. Sie können jederzeit fragen, wenn sie irgendetwas wissen müssen, aber es braucht ja gewisse Spielerinnen, die ein bisschen, die Fäden ziehen, sage ich jetzt mal, eben die Verantwortung übernehmen. Bei mir ist das sicher auch viel das Organisatorische, wo mir ist und ich dann einfach oder wo ich locker in die Hand nehme, wo eigentlich auch mir ein bisschen liegt, so Zeug. Und bin ich wirklich schon als Mami und es ist gut so.